Mein Name ist Klaus Wördemann. Ich arbeite im Produktmanagement hier. In Metropolen wie zum Beispiel London, München, Frankfurt oder Berlin sind die Mieten extrem hoch und die Leerstandquoten extrem gering. Deswegen muss die Fläche optimal genutzt werden. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel zur Arbeit fährt und jetzt einen geeigneten Arbeitsplatz sucht, hat er die Möglichkeit, über ein Dashboard, über eine App zu sehen, in einzelnen Floorplans, wo ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Das Gleiche gilt für Besprechungsräume. Besprechungsräume können weiterhin über Outlook gebucht werden. Es kann gleichzeitig ein Chatbot angeschrieben werden, wo geeignete Besprechungsräume verfügbar wären. Oder aber direkt im Tablet für Ad-Hoc-Buchungen direkt vorm Besprechungsraum. Der Personensensor, HPD2, ist ein optischer Sensor, der wirklich Menschen erkennt. Er unterscheidet von Menschen im Vergleich zu anderen Objekten. Das heißt, wir können die Anzahl der Menschen in einem Raum bestimmen und auch die Lokalisierung, wo die sich befinden. Letztendlich gibt die Rauminformation über die Personenzahl und die Lokalisierung der Person Empfehlungen darüber, wie man die Räume besser nutzen kann. Und gleichzeitig entlastet es den Mitarbeiter als Assistenzsystem für Raumbuchungen oder aber auch Nutzungsmöglichkeiten von Räumlichkeiten. Durch die Smart Workspace-Lösung kann der Mitarbeiter effizienter arbeiten und hat ein größeres Wohlbefinden. An dieser Erfindung habe ich aktiv teilgenommen, weil mir die Freiheiten gegeben wurden und konnte meinen eigenen Input in dieser Lösung geben. Und das macht mich stolz, hier ein Teil davon zu sein.